So, da sind wir in einer neuen Folge von Stutters Factory. Wir haben ein Problem. Wir kriegen Platzmangel mit Ressourcen. Unser Betonlager ist komplett voll. Eine Katastrophe ist passiert. Und ich dachte, das ist viel. Das, was Mangelware ist, ist jetzt Massenware. Schon irgendwie. Muss mal runterspringen. So. So, und das Problem ist, ich habe noch viel mehr Beton im Inventar. Ah, wieso geht das nicht? So. Oh Gott, ey, das ist ja... Also, naja. Wir produzieren ganz gut. Muss ich mal so sagen. Also das überrascht mich. Kommen dann Eisenplatten rein? Da kommt erstmal das drin. Und hier kommt das rein. Ah, so geht es. Okay. Ja. So. Tja, was mache ich jetzt mit modularen Rahmen und allem? Ja, ich sag ja, wir brauchen noch sowas für Sachen, die noch kein Lager haben. Erstmal so ein Aufbewahrungsort. Die noch uninteressant sind, meinst du? Ja. Ich hab immer noch ganz viel Beton. Hier, Lager. Schon. So. Oh Gott, das erste Zwischenlager ist auch schon fast komplett voll. Aua. Ich brauche ein Trampolin, ey. Ich brauche ein Trampolin. Hört sich nicht gut an. Ich habe irgendeinen Strommast weggerissen, der wichtig war. Warum? Weil da draußen an der Stelle ist, wo du meintest, ein Strommast ist, an dem kein Kabel mehr weitergeht. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Da muss überall Strom sein, damit die ganzen Fabriken befördert werden. Aber ich habe nur Strommast abgerissen, die im Gebäude waren. Dann sollte eigentlich alles funktionieren. Verfolg einfach die Stromleitung. Die Stromleitungen, die an den Förderbändern sind draußen, wenn die alle miteinander verbunden sind, dann funktioniert das. Ich habe jetzt keine Lust extra deswegen da hinzukommen. Dann sind das sogar noch Strommäste, die noch weg können. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja doch, die treiben nichts an. Dann können die weg. Meinst du da, wo diese ganzen Förderbänder nebeneinander liegen? Ja. Ja, das ist sowieso die alte Eisenfabrik. Die habe ich ja abgeschnitten und dann der Förderband zu uns gelegt. Das müsste auch in einen Fusionierer reingehen, war alles. Ja. Ja, da müssten noch Mäste sein, die nicht benutzt werden. Ja, jetzt müsste ich, glaube ich, alle Mäste weg haben, die weg dürfen. Gut. Das ist ja schon mal halbwegs okay. Dann muss ich gerade überlegen, was jetzt Phase ist. Wir brauchen auf jeden Fall, also ich brauche auf jeden Fall einen Haufen Beton. Oh, dadurch wird jetzt erstmal wieder Beton nachgeliefert. Sehr schön. Und ich brauche auch ein paar Stahl, Eisen, nicht Stahl, Eisenplatten brauchen. So rum. Eisenplatten hier. Eisenplatten, Eisenplatten. So, mehr brauche ich aktuell nicht. Mehr brauche ich aktuell nicht. Hier können wir schon mal das bauen. Damit wir sehen, da wird alles zugemacht später. Pum, pum, pum. So. Hier wird später auch alles zugemacht. Bum, bum, bum.
Boah, bei denen weiß ich gar nicht, ob wir hier auch zubauen. Gute Frage, nächste Frage. I not weiß. Aber hier kannst du, dort brauchen wir nämlich wirklich nicht. Ach Mist. Ja, jetzt haben wir wieder genau das gleiche Problem wie letzte Mal auf der anderen Seite. Dass das höhentechnisch nicht passt, weil hier Scheiße gebaut wurde am Anfang. Ich meine, es ist nichts Schlimmes. Auf Wiedersehen, Sound. Ach. Hast du mein Leben dafür? Alter, du hast irgendwas gesagt, als mein Sound abgestürzt ist, habe ich die ganze Zeit so einen komischen abgehackten Ton. Gut, dass man den nicht hört in der Aufnahme. Würde mich nämlich leicht nerven. Toll, das heißt, ich kann eigentlich das Spiel neu starten. Warum tut man mir das an? Was habe ich der Welt getan, dass ich sowas verdient habe? Ich verstehe das nicht. Ganz ohne Ton ist doch scheiße. Kann man nicht machen. Ein ungeschriebenes Gesetz sagt, man kann nicht ohne Ton spielen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich muss nur noch kurz die Wand zu Ende bauen. Dann kannst du schon mal bereit machen, dass ich das Spiel einmal neu starten muss. Ich hasse den Bug so sehr. Ich hasse ihn so sehr. So. Sieht doch ganz gut aus. Ein großer oranger Klotz. Genau so, wie er sein soll. Fabrikstechnisch perfekt. Ja, doch. Ich mag ihn. Wenn man den eigentlich offen lassen kann auf der Seite hier oder auf diesen Ding hier, dann sieht er besser aus. Ja. Noch kein Hub gebaut. Ich würde eigentlich gerne das Hub bauen. Ohne Hub möchte ich nicht aufgehen. Weiß nämlich nicht, was passiert. Wahrscheinlich gar nichts, aber man weiß nie. Vielleicht passiert ja doch was. Ach, come on. Nicht da bauen. So. Da. So. Das sieht gut aus. Da hinten auch noch kurz bauen. Überschüssige Sachen können wir später wegreißen. Das sieht gut aus. Dann Spezial-Hub. Hub. Wo können wir, wo sollen wir? Hier rum ist richtig. Das ist die große Frage. So hier? Nein, so rum ist falsch rum.
Dann so rum. Schon. Schon. So. Ah, so sieht richtig aus. Muss nur noch ein bisschen weiter in die Ecke. Muss noch ein bisschen weiter in die Ecke. Wäre es eigentlich, wenn ich das direkt so baue? Ah. Ich weiß nicht. Ach, Lennart, wo bist du, wenn ich dich mal brauche? Ja, doch, so ist gut. So ist gut. So ist super. Kann ich es nur nicht daran bauen? Das gut oder schlecht? Weiß es noch nicht. Das hier kann auf jeden Fall jetzt weg. Das ist zu viel. Und die hier hinten sind auch zu viel. Und damit steht das Hub an sich wieder. Ich finde sogar an einer ganz guten Stelle. Ja, eigentlich an einer sehr guten Stelle. Hier wird noch eine Wand gezogen, dann kann das hier weg. So, und hier kommt eine Wand hin. Easy. Und dann ist hier alles abgeschnitten. Hier kommt man dann nur zum Hub hin. I like it. Ja, das ist gut. Aber warum sind hier die ganzen Ausrufezeichen? Was soll das? Warum? Scheiß auf, Ausrufezeichen. Geht alle weg. Ich weiß, dass hier Bio-Dinger sind. Schön für euch Bio-Dinger. So. Skip. Auch brauche ich nicht. So. Easy. Fertig. Dann weiß ich nicht, was du gerade tust. Kann's auch nicht hören. Werde das Spiel einmal speichern. Hallo, speichern. Speichern. Und werde das Spiel einmal neu starten. Also hört man sich gleich oder so, keine Ahnung, denn ich muss ja ein bisschen was machen, aber Aufnahme bleibt am Laufen und so, also gucken wir gleich. Lassen wir Aufnahme einfach laufen. Dit muss zu und dit muss zu. Hallo Hintergrund, hallo Epic. Dit muss zu, dit muss auf. Epic dauert lange, bis es startet. Dankeschön. Bibliothek. Ja, Factorio. Oh nein, ich hätte Epic nicht schließen sollen, oder? Ich weiß nicht, wie Epic sich dazu verhält. Starten wir das wieder und sind wieder online. Willkommen zurück. Ha, es geht wieder! Wie verhält sich ein Epic-Spiel, wenn man Epic schließt, während das Spiel startet? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob Epic minimieren tut oder nicht. Also wenn man das Spiel startet, minimiert sich der Epic Launcher. Ich habe halt gerade das Ding geX. Huh. Aber scheint zu funktionieren. Online-Sitzung wird wieder erstellt. Ich habe gerade noch das Hub gebaut, habe ich aber auch fleißig erzählt. Hörst du das eigentlich noch? Naja, ich höre dich dann noch. Ja. Du hast halt irgendwas gesagt, deswegen hatte ich die ganze Zeit dieses. Ja, ich hatte noch. Toll, danke dafür. Aber kurioserweise hörst du das in der Aufnahme nicht. Ha.
Eine Aufnahme ist halt wirklich der gesamte Ton komplett weg, außer den, den ich noch sage. Also halt außer meine Voice Line. Ja, liegt vielleicht daran, dass er durch den Bug dein Desktop-Sound stirbt. Ja, mein Lautsprecher-Sound stirbt halt komplett. Also die komplette Yeti-Mikrofon-Ausgabe. Aber die Eingabe wiederum nicht. Deswegen ist es ganz kurios. So. Also, das Huff steht. Sehr gut. Da bin ich zufrieden. Ich glaube, ich sitze noch den ganzen Abend an dem Kram aus dem Kino. So schlimm. Kauft sich doch nicht so viel Zeug im Kino. War nur eine Jumbo-Box Popcorn und eine 1 Liter Cola. Daran sitzt du so lange? An dem Popcorn. Die Cola habe ich gerade selbst nachgefüllt. Der Becher ist praktisch. Also, bei mir wäre der Popcorn schon im Kino gestorben. Ja. Also das erste, die ersten zwei Drittel gehen bei mir auch mal recht schnell, aber das letzte Drittel setze ich mal lange dran. Oh Mann. Ah, ein Crunchberry tritt bei. Mein Spiel ist stehen geblieben. Hilfe! Mein Spiel stirbt! Toilette wird gereinigt. Alter, dieses Laden, wenn du beitrittst. Welcome back. Was zum Teufel, das ist oberfatal. Nicht genügend Freiraum. Da Ah, ist so, ich doch komme. genug Freiraum. Eindeutig hier noch Freiraum. Wann kann ich das Ding bauen? Mal kurz ausprobieren. Da oben erst? What the fuck? What the fuck? Egal, machen wir. Also, wenn du die ganze Base einfärben willst, ja? Was ich nicht mehr will, ja. Wünsche ich dir viel Spaß. Alleine die Wand, die ich hier gerade baue, ne, ist halt Katastrophe. Was passiert wohl, wenn wir jetzt das Ding starten, wenn ich hier oben zubaue? Das ist eigentlich ein Test wert. Komm schon, hier, so. Jetzt haben wir es. Das so weg. Hierhin. Dahin. Ah, das sah alles komisch aus, weil das nicht passen könnte, aber egal. Egal. Oh, weia. Habe ich schon mal angemerkt, dass das Ganze eine Katastrophe wird? Vielleicht. Alter, das wird eine komplette Katastrophe. Ich habe gerade angefangen, Wände zu bauen, ja? Ja, mehr sage ich dazu nicht. Ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Nicht? Nein. Das siehst du, wenn du kommst. Was genau ich damit meine. Oh, so. Warte, eigentlich können wir das hier lassen. Dann haben wir hier nämlich noch so einen sauberen Übergang. So, das sieht doch ganz gut aus. Dann müssen wir das noch da bauen. Nein, so nicht.
Aber so. Brauchen wir noch mehr Lagercontainer später? Wahrscheinlich, wa? Höchstwahrscheinlich. Das ist nicht gut. Nicht für meinen jetzigen Plan. Deswegen ruf ich Schissen. Ist aktuell nicht nötig. Laut mein Plan. Mein Plan sagt, das geht so. Erstmal irgendwo da hinten was hinbauen. Du willst nicht mehr einfärben? Na, mal sehen. Bleib nicht bei mir. Wie lange, Weiler? Dazu das ist glaube ich, genug alles. Ich glaube, so viel Langeweile kann man gar nicht haben. Bist du dir sicher? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ein bisschen. Ein bisschen bin ich mir doch sicher. Denn wenn du das hier siehst, wirst du es verstehen, wie gesagt. Obwohl, ich glaube, ich habe deine Langeweile nicht. Ich glaube, ich unterschätze deine Langeweile. Kann auch sein. Glaube, ich unterschätze die. Maßlos. Ich meine, ich habe ja jetzt auch schon fast die zweite Base komplett abgebaut. Aber vielleicht unterschätzt du auch einfach mein Können im Bauen. Na, ich weiß, wie du baust. Ach, wirklich? Ja. Bedauerlicherweise weiß ich das. Okay. Dann weißt du ja auch, was du dich einstellen kannst, wenn du gleich zur Base fährst. Ich liebe es. Ich finde es super. Jeder, der das hier einmal sieht, bitte schreibt doch in die Kommentare, was für ein verrückter Typ hier bitte gerade dieses Dach baut. Das ist oberverrückt. Aber ich finde es cool, wie das Ding jetzt Schatten wirft. Es ist jetzt einfach dunkel hier drin. Es ist halt einfach dunkel. So, scheißegal, einfach raushauen, die Ressourcen. Warte, ich brauch mehr Beton. Einfach raushauen. Moment, ich habe nicht mehr Beton. Hier. Erstmal Lager plündern. Und hier mit Eisenplatten plündern. Ich glaube, die Folge ist schon wieder zu Ende. Vermutlich. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Komm schon, ich will noch da oben mal bauen. Nein, bin ich irgendwo runtergefallen. Warum mache ich das? Es hat überhaupt keinen Sinn, dass ich das mache. Aber ich will's einfach. Einfach aus Prinzip. Will ich, dass das ein Raketenschacht ist. Wo denn die Drohne losfliegt, weißt du? Mhm.
Ach, schön. Würde auch gerne hier runterbauen, aber geht leider nicht. Das geht leider nicht. Aber gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind jetzt bei 25 Minuten sogar. Und dann bauen wir weiter. Bist du schon auf dem Weg zurück oder bist du noch beim Bauen? Ich gehe gerade zu meinem Auto. Okay, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.